Hallo zusammen! Leute, heute seht ihr eine Puffy Niki, wie ihr sie vermutlich nie wieder sehen werdet. Und zwar geht es heute um meine Haarpflegeroutine sowie um den neuen Dyson Coral. Wie starte ich denn jetzt am besten? Ich filme außerdem ein bisschen weiter weg, weil ihr müsst ja nachher noch meine Haare sehen, wie ich was mache. Also erster Punkt, ein kleiner Disclaimer. Meine Haare müssen gefärbt werden. Sie sind extrem grau am Ansatz. Also falls ihr das seht, I'm sorry. Ich habe mir Haarfarbe gekauft und ich färbe mir dieses Wochenende noch die Haare, aber ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft. Und ich wollte jetzt unbedingt Haare waschen und euch meine Haarpflegeroutine zeigen, sowie den Dyson zeigen. Und deshalb dachte ich, das kann warten. Okay, vielleicht allgemein zu meinen Haaren. Ich habe, wie ihr sehen könnt, viel Haar. Sehr, sehr viel Haar. Ich habe sehr dickes Haar. Ich habe kroatische Wurzeln. Ich sage jetzt mal böse, die Kroaten sind eher haarige Leute. Ich habe gerade auch einen Kaugummi-Mund. Ja, Kroaten sind behaarte Leute. Ich habe das definitiv daher geerbt und ich muss meine Haare extrem pflegen, weil sie so dick sind, so voll, ist es ziemlich naheliegend, dass sie auch eher trocken sind. Das ist meistens das Problem bei sehr dickem Haar. Und ja, ich hatte ja meine Haare extrem viel behandelt. Ich hatte sie rot, ich hatte sie fast blond, ich hatte sie schwarz, by the way, das ist so ziemlich meine Naturhaarfarbe. Also das ist jetzt gefärbt, aber meine Naturhaarfarbe ist genauso dunkel. Und ich habe echt viel mit meinen Haaren gemacht. Ich hatte meine Haare so bis zur Hüfte runter, habe sie immer kürzer geschnitten, einfach weil ich diesen kürzeren Look einfach sehr mag. Und jetzt bin ich wieder back to black. Meine Haare sind an den Spitzen noch ein ganz bisschen strapaziert, aber nicht mehr wirklich kaputt. Das Kaputte ist ziemlich weg. Und ja, wie gehe ich normalerweise vor? Ich wasche meine Haare etwa alle 3 bis 4 Tage. Ich habe meine Haare früher alle 2 Tage gewaschen. Ihr habt ja dann auch die Insta-Stories verfolgt auf Instagram. Und als ich wirklich versucht hatte, die Haare so lang wie möglich nicht zu waschen. Und das war eine Katastrophe für mich. Ich habe mich so eklig gefühlt, ich habe mich so dreckig gefühlt. Aber Leute, bei allen Haaren ist es wichtig, sie so selten wie möglich zu waschen. Aber bei dicken, ein bisschen strapaziertem Haar, vollem Haar, die Haare ständig zu waschen, ist echt schlimm. Ist wirklich schlimm. Ich habe auch noch sehr trockene Kopfhaut, also keine Schuppen, aber tendenziell trockene Kopfhaut, weil ich allgemein auf dem ganzen Körper so trocken bin. Mein Gesicht ist so trocken und deshalb, ja, ich versuche meine natürlichen Öle ein bisschen walten zu lassen, dass die ihren Job machen, die sie machen müssen. Und deshalb, ja, okay, genug Ramble. Wenn ich meine Haare wasche, habe ich in der letzten Zeit dieses Gisu Haarshampoo benutzt. Das ist das Honey Infused Hair Wash und das ist von der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Negin Mirsalehi, I don't know. Das ist eine ziemlich große Influencerin auf Instagram. Sie hat auch einen YouTube-Channel. Ist eine wunderschöne Frau mit dem weltschönsten Haar überhaupt und ich habe mir das kürzlich bestellt und ich muss sagen, ich liebe die Produkte. Ich habe auch deshalb noch gar nicht so viel benutzt, weil ich habe mir die Haare damit erst etwa 5-mal gewaschen oder so. Auf jeden Fall ein sehr gutes Shampoo, sehr dick. Also ihr merkt das dann auch, wenn ihr das so rauspumpt. Ihr müsst so richtig so draufdrücken, damit das rauskommt, weil es ist wirklich dick. Es macht aber so einen Rich Lather auf dem Haar, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist kein so ein dünnes Shampoo, das sich einfach total verteilt und gar nicht aufschäumt und euch dieses Gefühl nicht gibt. Ich liebe es, wenn das Shampoo schäumt. Es muss nicht komplett stark schäumend sein, weil Sulfate sind ja auch nicht so gut für die Haare. Das hier ist aber sulfate-free. Es ist auch silicone-free.
Ich verwende, so gut es geht, silikonfreie Produkte für die Haare. Ich habe einzelne Sachen, die Silikone enthalten, aber dann sind das meistens Silikone, die sich auch wieder auswaschen lassen und nicht so eine dicke Schicht um das Haar machen. Oh Gott, ihr seht mich jetzt die längste Zeit mit diesem Haar hier und ich sehe mich hier im Viewfinder und denke mir nur, oh mein Gott, girl, get it together. Ja, ein gutes Shampoo, wirklich sehr rich, dick, es lässt sich aber auch gut aufschäumen, ihr braucht einfach genügend Wasser, dann bekommt ihr so richtig diesen dicken, reichhaltigen Schaum, ich liebe es, es riecht so, so gut. Und ja, was mache ich dann? Ich benutze nie einen Conditioner, ich habe zu dickes Haar für einen Conditioner, ein Conditioner macht für mich nichts. Ich sage es euch Leute, nichts. Ich brauche eine Haarmaske. Ich benutze somit bei jedem Haarwaschen eine Haarmaske. Ich benutze zurzeit ebenfalls die Gisu Haarmaske. Das ist die Honey Infused Hair Mask. Auch die, oh, die riecht so, so verdammt gut. Also wirklich wie ein luxuriöser Haarsalon. Ich glaube, das ist so die beste Erklärung. So ein gutes Produkt. Spendet den Haaren sehr viel Feuchtigkeit, beschwert die Haare aber überhaupt nicht und ich finde es mega, mega gut. Und das sind so die beiden Steps, die ich meistens unter der Dusche mache und wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, dann verwende ich immer wieder mal so unterschiedliche Produkte. Ich mag ein bisschen Abwechslung bei mir in der Haarpflegeroutine, deshalb habe ich hier unterschiedliche Sachen. Auch neu dazugekommen von Gisu ist dieser Prep Me, Prime Me, Define Me Propolis Infused Polishing Primer. Ein sehr gutes Produkt für die Haare ist so ein Styling Primer, um eigentlich so Frizz ein bisschen zu reduzieren, um die Dauer des Haaretrocknens ein bisschen zu reduzieren. Pflegt die Haare sehr schön, ist ein ganz, ganz gutes Produkt, ist sehr leicht, beschwert nicht. Und ich mische das nämlich sehr gerne mit, auch ebenfalls von Gisu, mit meinem neuen Gisu Honey Infused Hair Oil. Das ist sehr dick. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt, wenn ich das hin und her bewege. Also wirklich ein dickes Öl. Es ist auch total klebrig, wenn ihr das so... Also es wirkt klebrig, ist es aber nicht. Wenn ihr das so mit der Pipette in die Hand macht, dann kommt das wirklich so klebrig raus, echt wie Honig. Ist auch, würde ich sagen, besser geeignet für trockene, dicke Haut. Ich glaube, feine Haut, Haare. Ich glaube, feine Haare... Not so much for you. Ich glaube, das wird eure Haare ein bisschen beschweren. Dann habe ich hier auch noch von Briogeo diesen Blow Dry Perfection and Heat Protectant, diese Creme. Ja, das ist einfach ein Heat Protectant in Cremeform, ebenfalls sehr leicht, benutze ich ebenfalls gerne. Ich wechsle da immer so mit den Styling-Produkten, wechsle ich da immer ein bisschen ab. Ich habe hier auch diesen Leave-In Spray von Briogeo. Die pinken Produkte, die mag ich sehr gerne von Briogeo. Ja, was macht das mit den Haaren? Das macht die Haare sehr weich, das macht, dass ihr die Haare sehr gut auskämmen könnt und so weiter. Ein sehr gutes Produkt. Ich liebe auch diese Leave-In Strength and Moisture Mask von Briogeo. Auch ein sehr gutes Produkt. Das ist schon ein bisschen reichhaltiger, ebenfalls etwas für eher beschädigtes, strapaziertes oder auch dickeres, trockenes Haar. Auch sehr gut. Und ich mag auch sehr dieses Rosaco Oil Rosehip Argan and Coconut Oil Blend. Das ist so ein Haaröl. Einfach basic, toll, nicht beschwerend. Ja, das sind so die Produkte, die ich momentan im Einsatz habe. Ich wechsle Haarprodukte sehr oft und sehr gerne, einfach weil ich so hair-obsessed bin. Ich versuche jetzt auch meine Haare wieder rauswachsen zu lassen. Ich möchte wieder mein lasches Long Hair back. Und ja, okay. Wir gehen jetzt zum Part nach der Pflege. Ich benutze meinen Dyson Airwrap, der steht jetzt gerade bei mir im Badezimmer. Ich habe ihn nicht mitbekommen, weil das ist so eine große Kiste. Ihr habt das bestimmt schon oft gesehen und gehört. Der Dyson Airwrap, der hat verschiedene Aufsätze. Das ist eigentlich so ein Föhn mit verschiedenen Aufsätzen. Ich mache es dann so, dass ich meine Haare ein bisschen antrockne mit dem Föhnaufsatz.
Dann aber den Bürstenansatz nehme, also die gerade Bürste, die einfach nur grau ist. Ich nehme dann diesen Aufsatz und mache mir die Haare so glatt. Das funktioniert für mich perfekt. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Glätteisen mehr benutzt, bis ich jetzt diesen Coral bekommen habe. Einfach weil meine Haare durch den Airwrap echt schönes Volumen bekommen haben. Ich konnte sie schön gerade föhnen. Ich habe allgemein kein kompliziertes Haar. Ich kann es ganz gut gerade föhnen. Das hier ist jetzt wirklich Kopf einmal runter, ein bisschen durchgeföhnt, Kopf wieder zurück, durchgekämmt und durchgeföhnt. Und so sehen meine Haare aus. Und ihr seht, ich habe einen Busch. Und deshalb finde ich es heute genau das perfekte Timing, euch den Coral zu zeigen. Ich habe auch ganz ehrlich extra nicht noch die Haare mit dem Dyson Bürstenaufsatz noch quasi geglättet oder ausgebürstet, einfach weil ich euch zeigen wollte, wie das wirklich auf der normalen Haartextur von mir funktioniert. Und ich habe den Coral bereits schon einmal benutzt und Leute, seht selbst. Hier ist das gute Stück. Das kommt in so einer wunderschönen, Pouch. Die ist, glaube ich, hitzeresistent. Ich glaube, ihr könnt euren Coral hier drauflegen. Und hier drin ist das gute Stück, das teure gute Stück. Der Dyson Coral ist das gerade rausgekommen. Ein Glätteisen mit flexiblen Hitzeplatten. Kostet 550 Franken. Ich habe mir natürlich selbst gekauft, wie alle Produkte hier im Video. Der ist cordless. Das heißt, er kommt mit einer Station, einer Ladestation. Die sieht so, die sieht so aus. Das ist die Ladestation. Hier drin ist so dieses Teil hier, der Anschluss. Könnt ihr hier draufstellen. So. Ja. Und damit die Station natürlich dann auch läuft, bekommt ihr hier ein Kabel. Das ist sehr lang, love that. Hier, Kabel. Mit diesem Stecker hier könnt ihr hier, hello, das ist wieder mal all over the place, typisch Niki. Hier drauf, hält mega gut, perfekt, könnt ihr drauf laden. Oder falls ihr low on battery seid, einfach hier einstecken und ihr könnt euer Glätteisen auch so laden. Okay, was ist auch noch speziell daran? Der Dyson, wir machen ihn mal hier auf. Hier oben gibt es einen Knopf, einfach hoch damit, jetzt könnt ihr ihn aufklappen. Ihr habt hier einen Flugmodus, weil ja hier ein Akku drin ist. Müsstet ihr ihn am Flughafen, also dürftet ihr ihn, glaube ich, nicht ins Handgepäck nehmen, wenn es keinen Flugmodus hat. Oder ich bin ja da nicht ganz so sicher, wie das genau funktioniert. Es gibt hier auf jeden Fall einen Flugmodus. Ihr könnt dieses Teil hier einfach rausziehen, das Teil wieder zu und ihr könnt es quasi in eure Carry-on-Bag mitnehmen. Und ja, hier haben wir flexible Stylingplatten, Hitzeplatten. Die sind mit so Copper Plates, keine Ahnung. Ich schaut euch ein Dyson-Video selbst ein, wo euch die ganze Technologie genau erklärt wird, weil I'm a noob, I don't know. Ich weiß nur das, was für mich so logisch klingt. Die Platten sind flexibel, indem sie, seht ihr das? Wenn ihr das Haar quasi reinpackt, dann packt es das Haar auch und die Haare werden nicht rausbilden, wenn ihr versteht, was ich meine. Bei normalen Glätteisen sind die Hitzeplatten ja einfach gerade. Wenn ihr die Haare reinmacht, dann drückt ihr die Haare ja flach und die kommen dann auf den Seiten raus. Hier werden die Haare drin gehalten und es hat irgend so eine spezielle Technologie. Ich glaube, es macht 50% weniger Haarschäden aufgrund der Hitze. Es reguliert irgendwie die Temperatur mehrere Male pro Sekunde. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ultra special und mega high-tech. I don't know, ich check das nicht so ganz. Beziehungsweise ich check's, aber ich kann es nicht wiedergeben. Und ich habe Videos gesehen,
von Dyson selbst, ihr könnt mit diesen Glätteisen ebenfalls Locken machen, ihr könnt die Haare glätten, ihr könnt Wellen reinmachen. Ziemlich alles, was ihr mit einem normalen Glätteisen auch könnt, außer dass das hier wirklich cordless ist, diese flexiblen Platten hat und somit zu weniger Haarbrüchen kommt, die Haare auch schön drinnen drinnen, oh Gott, ich kann nicht sprechen, warum kann ich nicht sprechen, die Haare drin behält. Ja, was die Haare drin behält. Und ja, es ist halt Dyson, Leute. I don't know. Ich wollte es haben. Ich hatte dann einen Fail. Ich habe das bestellt. Ich habe den ersten Coral, den ich bekommen habe, wieder zurückschicken müssen, weil es hat nicht funktioniert. Es war kaputt. Dieses Teil hier war kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat so meine Freude ein bisschen betrübt. Ich dachte so, ja, okay, für 550 Franken, also... Ganz ehrlich, das kann ja überall passieren, aber ich dachte einfach so, in meinem Kopf war das einfach, es ist Dyson, es darf nicht passieren, aber total logisch, es kann passieren. Ich habe mir dann ein zweites Gerät bestellt und jetzt habe ich es hier. Spoiler, ich werde es behalten. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal zusammen unsere Haare oder meine Haare. So, ich bürste mir jetzt die Haare einfach mal kurz aus. Und teile sie ab, wie ich das immer mache. Und zwar packe ich mir die Haare. Ah. So. Ich nehme so in der Mitte die Haare hoch. Etwa mittig. Auf den Seiten werden sie rausfallen, weil ich habe ja kurze Haare. Sorry. Mache sie mit einer Klammer hoch und starte dann mit dem Glätten. Leute, was ich euch zu diesem Glätteisen auch noch sagen kann, ich habe gemerkt, ihr müsst ganz, ganz langsam arbeiten. Das Glätteisen schaltet ihr hier ein. Dann seht ihr jetzt hier den Akkustand, bei mir jetzt voll. So cordless hält der Akku etwa 30 Minuten. Für mich komplett ausreichend. Ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der irgendwie so Afrohaar hat. Ich kann es leider überhaupt nicht einschätzen, vermutlich wird es nicht reichen. Für mich reicht es, aber ihr habt ja die Option ja auch, das Ding einzustecken. Jetzt könnt ihr hier einfach die Stufe auswählen. Ihr habt drei Stufen, 165 Grad, 185 Grad und 210 Grad. Weil ich sehr dickes Haar habe, wähle ich 185 Grad und nicht 165. 210 I don't need it, ich habe es gemerkt, 185 reicht für mein Haar aus. Das gibt dann jetzt bald so einen Pieps, wenn es fertig ist. Es geht sehr schnell. Let me tell you. Et voilà, 185 Grad. Gut, wie ich vorhin gesagt habe, ihr müsst ganz langsam übers Haar drüber. Und Leute, ich sag's euch, wow, wow. Also, wir starten sonst gleich mal hier vorne. Was ihr jetzt seht, ich bleibe trotzdem hängen. Also, was ich gemäß Dyson so gesehen hatte, soll man nicht hängen bleiben, soll es einfach so gerade schön durchgleiten. Leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht. So, ihr seht, wie gerade das jetzt geworden ist. Ich bin jetzt zweimal drüber, aber Leute, das ist überhaupt gar nicht nötig. Und jetzt hier hinten seht ihr, ich habe hier so ein Zeug hier raus, das rausschaut. Und ich werde das jetzt einfach so quasi ein bisschen nach innen glätten. Na, seht ihr das? Wow. Love that. Ja, ich mache kurz den hinteren Teil und erzähle euch einfach was dazu. Ich habe mir vor 2-3 Tagen, ich habe die Haare jetzt extra für euch früher gewaschen, können wir das bitte appreciaten. Ich habe vor 2-3 Tagen neben diesem Coral bereits schon getestet. Und Leute, die Haare waren nachher wie Seide. Es war so verdammt schön. Sie hatten auch so geglänzt wie noch nie. Also echt krass.
Und ja, ich habe einfach gemerkt, langsam drüber und alles ist gut, einfach nicht schnell. Und dann habt ihr wirklich schön glattes, glänzendes Haar. Ich gehe hier hinten nochmals kurz drüber. Hier unten sind meine Haare so dick. Einfach schnell, schnell. So, perfekt. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Stufe. Ich nehme jetzt nochmals hier ein bisschen Haare raus. So. Und ihr werdet jetzt vermutlich auch mein graues Haar sehen. Eine Katastrophe. Was ich dann immer gerne mache, ich gehe kurz einmal mit dem Kamm wieder drüber. Ich hatte, beziehungsweise ich habe den GHD Platinum, oder so heißt er, glaube ich, Platinum oder sowas Styler. Mein Problem mit dem war immer, dass es soll quasi das beste Gerät überhaupt auf dem Markt sein, weil es das quasi beste Gerät, seht ihr, wie gerade das ist? Wow. Es sollte quasi eben das beste Gerät sein und weil es so quasi das beste Gerät ist, muss ich sagen, fand ich immer, dass mir irgendetwas fehlt. Es war einfach nicht so perfekt, wie ich mir das gewünscht hätte. Einfach weil meine Haare immer noch so ein bisschen frizzy waren am Schluss. So die Haarspitzen ziemlich schnell wieder nicht mehr glatt waren, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Deckhaar dann irgendwie auch nach einer Weile aussah wie halt einfach so schnell geglättet und nicht wie vom Friseur. Und ganz ehrlich, ich möchte Haare wie vom Friseur, wenn ich schon so ein teures Glätteisen habe. So. Seht ihr, wie krass schön gerade das ist? Oh mein Gott. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hier stellt meinen GHD in den Schatten. Jetzt ohne Witz, und ihr seht auch, wie schnell, dass ich damit bin, und ich habe wirklich viel Haar und dickes Haar. Ich möchte euch hier auch überhaupt gar nichts verkaufen. Ich denke, es werden sowieso die Leute, die wirklich daran interessiert sind, auch dieses Video schauen, weil es ist ziemlich teuer und nicht jeder möchte so viel Geld für ein Glätteisen ausgeben. Das verstehe ich total. Seit ich den Airwrap habe und der Airwrap so verdammt gut ist für mein Haar und meine Lebensqualität wirklich verbessert hat, wusste ich, ich muss dieses Glätteisen zumindest mal probieren. Und ich wünschte, es gäbe hier auch kein Tagging, das stört mich, aber durch das, dass das auch mein GHD macht und alle Glätteisen vorher auch gemacht haben, ja, was soll ich sagen, kann ich nicht ändern und habe ich irgendwie so akzeptiert. Aber das sieht ja mal Bombe aus, also echt krass. Ja. Was dieses Glätteisen nicht macht, es macht keine Knicke in das Haar, wenn ihr versteht, was ich meine, sondern es wird trotz diesem Tugging sehr gerade, es bekommt wirklich keine Knicke, gar nichts, was ich mit dem GHD ebenfalls hatte oder habe. Und das ist für mich auch schon so ziemlich ein großes Pro, das für dieses Glätteisen spricht. Neben dem Preis ein Contra ist definitiv, wie schwer dieses Teil ist. Es ist unglaublich schwer in der Hand. Also man wird irgendwann dann wirklich müde, wenn man das so mit einer Hand macht. Vielleicht für die, die so ein bisschen Workouts machen und so ein bisschen Muckis haben, die wird das nicht stören. Aber Leute, look at me. Not that type of bitch. So. Wir kommen eigentlich schon zum Deckhaar. Meine grauen Haare sind eine Katastrophe.
Wenn es doch nur durch die Haare so gleiten würde, dann wäre es für mich echt perfekt. Also besser ginge es dann echt nicht mehr. Ich nehme hier oben gleich auch noch meine Bürste zur Hand. So. Seht mal. Wow. Ich habe halt schwarzes Haar. Ich hoffe echt, dass ihr das trotzdem irgendwie noch schön sehen könnt. Bei blondem Haar, das so ein bisschen Spiel hat, wäre das alles noch ein bisschen besser. Mann, Leute, echt. Wow. Was mich kürzlich jemand auf Instagram gefragt hat, ob sich denn der Preisunterschied wirklich lohnt, so im Vergleich zum GHD, was ebenfalls irgendwie um die 300 Franken oder keine Ahnung wie teuer es genau ist. Also ob sich der Preis halt wirklich, ob der Unterschied auch so groß ist wie beim Preis. Und ganz ehrlich, ja. Ich habe jetzt so verdammt viele Videos geschaut, wo Leute gesagt haben, nein, das lohnt sich keineswegs. Und für mich, also das muss natürlich jeder für sich entscheiden und jede Haarstruktur ist auch anders und jeder hat andere Bedürfnisse. Aber für mich persönlich ist das, was der Dyson Coral macht, 100-mal besser als das, was mein GHD macht. Mein Haar ist nachher wirklich wie vom Friseur. Ich habe danach fast keinen Frizz oder gar keinen Frizz. Das Haar bleibt extrem glatt, also wirklich krass. Ihr seht nämlich dann so mit der Bürste in der Mitte das Haar dann wieder auf und glättet dann durch. Das heißt so glatt, das heißt so schön, das heißt so glänzend. Und ja, es ist eine krasse Investition und ich verstehe total, wenn jemand sagt, ich kaufe das nicht. Aber falls ihr wirklich, wirklich euer Leben verbessern möchtet, vielleicht auch sehr dickes Haar habt wie ich und ein Glätteisen haben möchtet, das euch wirklich so diese shiny Haare macht wie vom Friseur. Und sorry, ich gehe euch bestimmt schon auf den Sack mit diesem wie vom Friseur, aber es ist wirklich so. Dann ist das Glätteisen. Ganz ehrlich. Ich habe schon die ganzen Haare und ich habe noch so viel Akku. Ich weiß nicht, wie lange dass ich dran war. Aber Leute, was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe keine Locken gemacht, weil ich habe zu kurzes Haar dafür. Das geht momentan noch nicht. Aber ich kann euch versichern, das funktioniert. Ich habe auch viele Videos gesehen mit Leuten mit langen Haaren, die die Locken gemacht haben. Es sah mega gut aus. Ich wollte wirklich so das heute mit euch ausprobieren, wofür ein Glätteisen auch steht. Und das ist die Haare glatt zu kriegen. Und das kriegt die Haare extrem glatt hin. Ich hoffe, das Video hat euch so geholfen. Ich hoffe, es hat euch einen Einblick gegeben, wie ich meine Haare mache. Und ja, ich habe wirklich schon Ewigkeiten kein Glätteisen mehr benutzt, einfach weil mein Airwrap so ein schönes Resultat zaubert. Aber das ist schon wirklich ein anderes Level und das hier ist wirklich krass und ich glaube es fast nicht. Also, keine Ahnung, ich bin total hin und weg. Ich behalte, wie gesagt, dieses Glätteisen. Ich schicke es auf keinen Fall zurück. Für mich lohnen sich diese 550 Franken extrem. Ich kann nur sagen, wirklich, was meine Meinung ist. Ich weiß, wie gesagt, das Produkt ist sehr teuer. Aber wo ist eigentlich mein... Moment, ich hole noch kurz meinen GHD Styler. So, hier ist es, der GHD Platinum Styler. Ich habe den schon relativ lange jetzt. Keine Ahnung, wie 4 Jahre oder so. Schätze ich jetzt. Ich hatte auch vorher einen GHD, noch einen alten. Und ja, es ist ein, wie soll ich sagen, hier habt ihr ein
Standard-Glätteisen, sage ich jetzt. Aber trotzdem ein Glätteisen, das einen sehr guten Ruf hat und auch bekannt dafür ist, dass so das Glätteisen auf dem Markt ist. Jetzt seht ihr das an und habt ungefähr einen Price Tag von 300 Franken. Ich weiß nicht, ob sich die Preise jetzt verändert haben, wie auch immer. 250, 300 Franken, schätze ich jetzt mal. Es ist nicht kabellos, es ist leicht, es ist handlich, es hat einen Einschaltknopf. Es ist super, alles okay. Es ist sehr simpel. Okay, dann habt ihr hier einen Dyson. Hier haben wir Design. Wir haben diese Platten, die sich bewegen. Die auch, ich habe das Video da beim Launch geschaut und die haben da wirklich alles gezeigt, die Tests, die sie gemacht haben. Und das Glätteisen war wirklich 7 Jahre in Entwicklung und wirklich krass. Wir haben das Design, wir haben die Möglichkeit, das Glätteisen auf Reisen mitzunehmen. Kann man mit dem anderen natürlich auch, logischerweise. Aber es kann wirklich im Handgepäck sein, ihr könnt es benutzen. Es ist kabellos, ihr könnt es trotzdem anstecken, um halt laden zu können während dem Stylen. Ihr habt 3 Hitzestufen. Ihr habt den Namen Dyson, ganz ehrlich, das gehört dazu. Ihr habt hier das ganze, die ganze Aufmachung mit dieser Ladestation. Es sieht alles einfach total schick und gut aus. Und schlussendlich ist es für mich vom Resultat her Tatsache besser als mein GHD. Und dann muss ich ehrlich sagen, diese einmalige Investition von 550 Franken mit all diesen Features lohnt sich für mich. Aber für mich eigentlich der wichtigste Punkt, geht langsam übers Haar, macht nicht so den hier, einfach so zehnmal drüber, das ist nicht nötig. Dieses Glätteisen wurde dafür entwickelt, dass ihr einmal langsam drüber geht und das Haar ist glatt. Und ja, für mich wirklich das beste Ding, das ich jetzt hätte kaufen können, nebst meinem Airwrap, und ich liebe es. Und ja, gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.